Herzlich willkommen zum ERP Web TV. Heute im Expertengespräch Jens Beyer. Jens Beyer ist Geschäftsführer von Neo Business Partner, ein Unternehmen, das sich auf mobile SAP-Lösungen spezialisiert hat. Hallo Herr Beyer. Hallo Herr Sanden, grüß Sie. Herr Beyer, die Mobilisierung von Geschäftsprozessen ist ja kein kurzlebiger Hype, sondern sie wird zukünftig nahezu alle Unternehmen betreffen. Wie kann ich denn als Unternehmen mit dem Thema SAP Mobility starten und da einen guten Einstieg finden? Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also für Unternehmen, die bereits sehr konkrete Vorstellungen haben, beispielsweise für ihren Kundendienst, für ihren Service, in der Instandhaltung oder im Vertrieb, also da, wo man üblicherweise viele Mitarbeiter auch mobil hat, da bieten wir sogenannte Quick-Checks an, konkret für die Anforderungsaufnahme, um es dann auch zu vergleichen mit den Standardmöglichkeiten der Produkte, um dann halt eben auch schnell zu einer Projektdefinition zu kommen, im Sinne von, wie teuer ist ein solches Projekt und wie verhält sich auch die Wirtschaftlichkeit, sprich der ROI und auch die Betriebskosten, also der TCO. Wenn man noch nicht so konkrete Vorstellungen hat, bieten wir einen sogenannten Discovery Workshop an. Wie der Name schon sagt, geht es darum, zunächst mal zu erschließen, wo sind eigentlich die größten Potenziale im Unternehmen, wie kann man vorgehen. Und da zeigen wir im Prinzip auf, was die SAP-Lösungen hergeben, was die Plattform hergibt, um so tatsächlich auch schnellstmöglich zu den echten Business-Drivern zu kommen und zu prüfen, in welchen Bereichen kann ich die größten Potenziale auch heben. Ein solcher, um mal eine Größenordnung zu nennen, ein solcher Discovery-Workshop dauert einen Tag, ein solcher Quick-Check, wo dann auch die Automatisationsanalyse gleich mit bei ist, dauert 3 Tage. Und nach diesen 3 Tagen bzw. nach diesem einen Tag weiß man schon ganz konkret, wo man steht. Ja, okay. Wir haben ja eine Medienpartnerschaft geschlossen bezüglich Ihrer Mobile Business Konferenz, die jährlich stattfindet. Und ich glaube zum 8. oder 9. Mal, korrigieren Sie mich, was da richtig zum ist. Zum 9. Mal, ja. Zum 9. Mal sogar, genau. Ja, zum 9. Mal, ja. Und da werden ja diese Themen beleuchtet. Wir haben ja die Medienpartnerschaft, um auch in unsere Community dieses Thema eben reinzutragen, weil es ein wichtiges Thema ist. Was erwartet da ein Besucher? Das ist eine zweitägige Konferenz, die das Thema ganzheitlich behandelt. Es beginnt mit der SAP, die Mobility-Strategie kundtut, also vorstellt, wie verhält sich die SAP in diesem Bereich, wie geht es auch weiter mit der Roadmap und welche Produkte werden auch heute konkret angeboten, sowohl im Sinne der Plattform, der SAP Mobility Plattform, als auch konkreter Lösungen. Aber im Zentrum stehen natürlich auch vor allem Praxiserfahrungen. Wir sind sehr froh darüber, in diesem Jahr 8 unserer Kunden gewonnen zu haben, auch entsprechende Praxiserfahrungen in Form von Referenzvorträgen dort einzubringen. Und das ist natürlich das Salz in der Suppe einer solchen Konferenz, tatsächlich auch mal als Zuhörer zu erfahren, wie laufen denn wirklich solche Projekte in der Praxis ab, wie lange dauern sie, was sollte man tun, was auch vielleicht eher nicht. Insofern stehen da die praktischen Erfahrungen im Vordergrund, Firmen wie Löwen Entertainment, wie Miele, wie die Kölner Verkehrsbetriebe, die Sübag, die Stora, die Schwenkzement, um ein paar zu nennen, all die kommen in diesem Jahr und präsentieren Projekte, die wir gemeinsam durchgeführt haben, mit dem Schwerpunkt SAP und Mobility. Und das ist natürlich ganz toll, von diesen Praxiserfahrungen zu profitieren. Darüber hinaus gibt es eine Ausstellung, eine kongressbegleitende Ausstellung, wo man sich auch die neuesten mobilen Endgeräte anschauen kann und verschiedene andere Peripherieprodukte. Insofern sollte man tatsächlich im Bereich SAP Mobility etwas vorhaben. Sicherlich eine ganz tolle Konferenz, um dort sowohl zu hören, wie die SAP sich aufstellt, als auch entsprechende Praxiserfahrungen mitzunehmen. Es gibt 3 Foren parallel. Ein Forum, das sich spezialisiert auf Service- und Instandhaltungsprozesse. Ein Forum, was sich spezialisiert auf Vertriebsprozesse, also mobiler Vertrieb. Auch mit SAP CRM sehr stark in der Behandlung. Und Punkt 3, ein Technologieforum, in dem es darum geht, die Produkte und Lösungen und Plattformen mal zu zeigen am System, wie man da vorgeht, was man customizen kann, welche Skills man benötigt, um diese Tools auch in den Griff zu bekommen, beziehungsweise auch aufzusetzen.
Und einige der Kunden können sich immer gar nicht entscheiden, gehe ich jetzt ins Technologieforum oder eher ins Serviceforum. Also eine sehr spannende Agenda mit fast 50 Slots in Summe, also ja, zwei vollgepackte Tage. Klingt spannend, ja. Also, liebe Zuschauer, kann sich lohnen, sich den Termin im Juli in Berlin vorzumerken im Terminkalender. Sie als unser Leser profitieren durch die Medienpartnerschaft von Sonderkonditionen. Den Konferenzcode, den blenden wir gleich hier unten ein. Und da können Sie einen Rabatt beim Besuch der Mobile Business Konferenz in Berlin sich gut schreiben lassen. Also, herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Bayer, und viel Erfolg bei Ihrer Konferenz. Vielen Dank, Herr Sand. Auf Wiederhören.